Schicksalsstadt. Merkwürdigerweise habe ich mit Sarajevo Probleme, seit ich nach Sarajevo kam. Aber inzwischen habe ich begriffen, dass Sarajevo die einzige Stadt der Welt ist, in der ich meinen Tod ruhig annehmen könnte. Wenn ich durch Sarajevo gehe, habe ich den Eindruck, dass alle Bänke sich an mich erinnern, dass die Wände verschiedener Häuser mich kennen. Sarajevo ist die Stadt, in der mich nichts, aber auch gar nichts auf das Jetzt und Hier reduzieren kann. In Sarajevo bin ich viel mehr als mein Jetzt und Hier. Stadt Sarajevo war für Cevat so großartige Stadt, weil diese Stadt für Cevat, er denkt immer tiefer, was tiefer, Stadt Sarajevo hat seine Seele, hat seine Individualität. Sarajevo ist eine Lebendigkeit, keine mechanische Einheit. Mechanische Einheit ist tot. Cevat war immer viel lebendige Einheit. Sarajevo, vier Karasan, ist wesentliche Metapher der Welt. Und zwar wegen seiner Mehrstimmigkeit, wegen seiner Pluralität. Wir haben in Sarajevo vier religiöse Gemeinden. Wir sind in Sarajevo. Unser Ambient ist vielfältig und wir sind geboren in den Differenzen. Aber diese Differenzen dürfen nicht hart sein, dürfen nicht ausschließend sein. Differenzen sollen kommunikativ mit anderen sein. Das ist das Problem der ganzen Welt. Wir brauchen Differenzen, die kommunizieren, die Gemeinschaft machen. Karasan zeigt immer, dass Pluralität, Differenzen und Einheit müssen im Gleichgewicht sein. Also er ist für Einheit, die affirmiert Differenzen und für die Differenzen, die affirmieren die Einheit. Wir waren gute Freunde, aber diese Freundschaft, diese Verbundenheit affirmiert mein Katholizismus und ich und affirmiert seinen Religion, seinen Islam. Also er ist besser Muslim geworden in meiner Freundschaft, ich bin besser Katholik geworden in unserer Freundschaft. Das Wissen über das Leben ist viel mehr Fragen als Antworten geben. Auf die wirklich wichtige, gute Fragen gibt es keine Antwort. Aber eine richtige, gute Frage ist zugleich ein möglicher Hinweis auf eine mögliche, teilweise Antwort. Kao profesor, zaista mogu kazati da je bio sjajan. Bio je vrlo pažljiv prema svojim studentima. Uvijek je imao razumijevanja. Tražio je u svakom studentu ono najbolje. Kada smo došli na doktorski studij 2019. godine, zaista je u svakom od nas 11 pokušao da nađe ono najbolje. Istina svih ljudi je da je Cevat Karahasan čovjek
čijim odlaskom smo ostali bez velikog pisca, bez sjajnog profesora, bez erudite, bez mistika, bez čovjeka koji je volio da ga se pita, koji je volio da razgovara sa ljudima koji imaju puno pitanja i do kojeg su me upravo doveli niz mojih pitanja koje sam imala. Njegov gubitak i odlazak za mene znači upravo to, nemogućnost postavljanja pitanja i očekivanja da će ta moja pitanja izroditi nova pitanja, nove odgovore. Ti odgovori nametnu nove razgovore. Ono što je on tražio u svojim studentima jeste spoj znanja i dobrote. Znanje nekako se može nadoknaditi zajednički, tražiti kroz pitanja, međutim dobrota i plemenito srce je ono što je on tražio u svakom čovjeku. Sobald wir vergessen, dass auch auf der Seite der Aggressoren Leute sterben, dass auch die Soldaten des Aggressors jemandes Kinder sind, sobald wir vergessen, dass wir gestern mit den Aggressoren Fußball gespielt habe und morgen hoffentlich wieder spielen werde, fangen wir an, ideologisch zu denken, statt ethisch. Granica je jedan od ključnih pojmova, ključnih koncepata u mišljenju Bosne Dževada Karahasana. Granica kao dramsko mjesto par excellence, kako je to rekao u jednom svome eseju, mjesto susreta, mjesto napetosti i baš zato tako mjesto produktivno, mjesto produktivnosti, mjesto stvaranja novih vrijednosti. Sve to Dževadovom dijelu Dževada Karahasana dalo je i jednu posebnu, ne samo estetsku, već i etičku vrijednost. I u tome smislu možemo govoriti o nekoj vrsti etike granice u književnom, eseističkom, intelektualnom, misaonom dijelu Dževada Karahasana. Ta etika granice podrazumijeva mogućnost empatije, podrazumijeva mogućnost neograničenog susreta sa drugim, razumijevanja drugog kao sebstva i u tome smislu otvorenost za etički utemeljen dijalog i sa teškim, traumatičnim, bolnim i dalje prisutnim kao sjećanje iskustvom rata u našim životima, u našim sjećanjima. Zato je i neprijatelj na neki način u skladu sa onim sufijskim naukom, koji je opet dijelom također iskustva Bosne, onaj za kojeg je misao Dževada Karahasana otvorena u smislu pružene ruke, dijaloga i prelaženja granica između sebstva i drugosti. Was hatte der liebe Gott vor den Augen, als die Welt geschaffen hat? Was war sein Ziel? Es gab kein Ziel. Das Sein kann man nicht instrumentalisieren. Warum lebt einer? Hätte meine Mutter mich wirklich 9 Monate lang in ihrem Leib getragen, mit ihrem Wesen, mit ihrem Leben ernähren, damit ich viel Geld verdienen kann? Nee, sicherlich nicht.
Jawad Kara Hassan war kein Freund von Antworten. Er war eigentlich ein Fragender, der immer nur Fragen stellte, um damit in ein Gespräch einzutauchen. Insofern ist jede Antwort für ihn ein Aufhören des Gesprächs und ein Aufhören der Erkenntnis. Denn Erkenntnis war für ihn immer ein Prozess und keine endgültige Antwort. In Gesprächen mit ihm ging es immer nur um das Gespräch selber. Es ging darum, im Gespräch zu Erkenntnissen zu kommen über sein Gegenüber. Wenn man zum Beispiel in Gesprächen mit ihm vertieft war, schaut er einen tatsächlich so an, als wäre er beinahe in ein Gebet versunken, weil er die ganze Zeit wartete, dass der andere sich offenbart. Jawad Kara Hassan war ein radikaler Skeptiker auf der Suche nach einem festen Grund. Das hat er stets betont, dass er eigentlich ein Mensch ist, der religiös ist, zugleich aber ein radikaler Skeptiker. Und dieses Paradoxon hat er auch in seinen Romanen vereint. Alle seine Figuren suchen nach etwas, versuchen Antworten auf oftmals ungestellte Fragen zu finden. Man sieht da, dass er eigentlich ein Mystiker ist, denn er schöpft bei dieser Auseinandersetzung stets aus den mystischen Traditionen, sowohl christlichen als auch islamischen, als auch antiken. Ein auf einen Zweck hin ausgerichteter Mensch ist zudem ein solipsistischer Mensch. Es ist ein Mensch, der nur auf sich selber beschränkt ist und auf das ihm gegenüberstehende Ziel. Es ist kein Mensch, der in einen Dialog tritt mit anderen Menschen, der andere Menschen erkennen will. Und diese Erkenntnis durch Dialog war für Jawad Kara Hassan das Wesentliche in der Auseinandersetzung mit Menschen und mit Literatur. Diese Dialoghaftigkeit sieht man in seiner Literatur überall. Er tritt selber in einen Dialog mit Autoren, die Jahrhunderte und Jahrtausende zurück in der Zeit liegen, die Tausende von Kilometern weit weg von ihm sind. Er geht auch ein Gespräch mit den Lesern ein. Für ihn ist ein Roman ein Brief, den er dem Leser zum Lesen gibt, um ein Gespräch damit zu beginnen. Und der Leser oder die Leserin muss für dieses Gespräch bereit sein. Es ist kein Brief, den man konsumieren kann. Welche Formen der Freiheit sind wirklich gut für uns? Uns wird eine infantile Vorstellung der Freiheit aufgedrängt. Ich darf tun, was ich will. Das ist eine äußere Freiheit. Aber die wahre Freiheit tragen wir in uns. Die wahre Freiheit liegt im Geiste, im inneren Wesen des Menschen. In einer belagerten Stadt, im Gefängnis, kann man die Formen der Freiheit erfahren, die kaum denkbar sind. Ohne Geist, ohne geistige Freiheit, ist auch Herrscher der Welt nicht frei. Musik